Wenn es Frühling wird, gehe ich weg von hier, nach Midgard. Alle Jungen verlassen die Stadt. Aber ich bin anders. Ich werde mir nicht einfach nur einen Job suchen. Ich möchte Soldier werden. Ich werde der Beste sein, genau wie Sephiroth. Sephiroth, der große Sephiroth. Ist es schwer, Soldier zu werden? Danke, Nordok, für die guten Sachen, was du mir da schreibst. Ich hoffe, ich reiß mir nichts mehr. Ich werde wahrscheinlich eine Weile nicht hierher zurückkommen. Wenn du gut bist, kommst du in die Zeitung. Auf jeden Fall, ich werde es versuchen. Hey, warum geben wir uns nicht ein Versprechen? Ein Versprechen? Wenn du berühmt wirst und ich in der Batsche sitze, kommst du und rettest mich, okay? Was? Wenn ich in Schwierigkeiten bin, kommt mein Held und rettet mich. Das möchte ich wenigstens einmal erleben. Was? Komm schon, versprich es mir. Na gut, ich verspreche es. Eine Sternschnuppe, das hat sie sich gewünscht. Jetzt weißt du's wieder, stimmt's? Unser Versprechen. Ich bin kein Held und ich bin nicht berühmt. Ich kann das Versprechen nicht halten. Ach Claude, sei doch nicht so. Aber dein Kindheitstraum ist doch wahr geworden. Du bist Soldier geworden. Also musst du auch dein Versprechen halten. Da kommt ein Barrett. Wieso benutzt du den Lift nicht? Und klettert da hoch. Warte mal kurz. Du super toller Soldier. Versprochen ist versprochen. Hier. Geld vom Barrett erhalten. 1500 Kilo, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Specht. Wir haben erst 700 oder 800 gehabt. Das ist mein Anteil. Soll das ein Witz sein? Okay, für ihn ist zu wenig. Wie du wirst, also. Die nächste Mission ist also unter Dach und Fach. Für 3000 mache ich's. Wie? Schon gut, schon gut. Psst, psst. Wir brauchen ganz dringend Unterstützung, richtig? Das Geld ist für Marlenes Ausbildung gedacht. 2000. Danke, Claude. Für 2000 machen wir den nächsten Auftrag, okay. Aufgewacht gerade in der Früh, schauen wir mal, ob es da hier unten noch irgendwas gibt. Schaut aber nicht so aus. Ja, dann werden wir uns mal nach oben begeben. Guten Morgen, Cloud. Hast du gut geschlafen? Barrett hat geschnarcht. Ja, neben dir, hä? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich schon. Ich komme diesmal mit. Okay, sie kommt diesmal mit, die Firma. Unser Ziel ist der Reaktor von Sektor 5. Lauf schon mal zum Bahnhof. Ich besorge dir einen Platz im Zug.
Jo, Claude. Vor dem nächsten Auftrag muss ich dich etwas fragen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie man mit Materie umgeht. Hier ist die Materie, die wir gefunden haben. Zeig mir nur, wie man sie benutzt. Okay, ich erkläre es dir. Das Problem bei Materie ist eigentlich ganz leicht. Materie ist... Ich überspringe das jetzt ziemlich schnell. Ihr seht es gleich, es sind so Ausrüstungsgegenstände, die man auf Waffenslots geben kann. Und zuvor haben wir die Heilung bekommen. Das bedeutet, es gibt nachher den Zauber Heilung für einen der Charaktere, den man das sozusagen auf diese Waffe gegeben haben. Deswegen überfliege ich das jetzt gerade ein bisschen so. Ich würde relativ schnell weiterklicken, weil im Endeffekt ist es ja nicht viel damit, hat nicht viel wirklich damit zu tun. Ist jetzt hier da oben haben wir das Bastardschwert. Das hat zwei Sockel. Das bedeutet, wir können zwei Materials hineinbauen. Und mehr hat das eigentlich nicht zu tun. Genesung haben wir, bla bla bla. Das ist jetzt so unnötig. Ein bisschen. Aber das geht nicht schneller leider überspringen, weil das halt vom Spiel so vorgesehen ist. Und ich finde es auch ein bisschen langwierig alles erklärt bei dem. Weil es ist halt für das. Für Damikel, für Heldese, wo ich keine Ahnung wie alt war ich denn da. Ja, so 8, na, 9, 10 Jahre, wo ich das Spiel gespielt habe. Da war es halt schon sinnvoll, dass man das ausführlich erklärt war, weil da war es halt viel einfacher dadurch. Weil wenn ich eine Immative ausrüste, jetzt noch ein paar andere Dinge, wie da werden andere Sachen, wie zum Beispiel maximale Lebenspunkte oder Mana wird reduziert oder Rüstung oder sowas, da sieht man nachher da unten Rüstungseffekte und was Minus, was ein Plus bekommt und so weiter und so fort. Und das ist im Endeffekt jetzt die Anleitung dazu. Und ich hoffe, dass der da jetzt halbwegs schnell fertig ist mit dem ganzen Ding. Was wird das? Nachher weitergehen können mit der Story beziehungsweise mit dem na gekommen. Was ist denn jetzt? Ich weiß das ja eh alles. So, jetzt erklärt er uns noch, wie man rausgeht aus dem Menü und dann sehen wir es. So, hör mal, was soll der Blödsinn von wegen? War doch ganz einfach. Ich weiß nicht, gut, als du übernimmst die Materie. Ja, kein Problem, mache ich doch. Ja, einzulegen. Claude, ich habe eine Nachricht vom Waffenhändler oben. Er möchte dir etwas geben. Vergiss es nicht. Okay. Dann werden wir zum Waffenhändler auch noch gehen. Marlene, du passt doch den Laden auf, während wir weg sind. Geht in Ordnung, viel Glück. Wie alt ist die Marlene? Die schaut so jung noch aus. Also, weiß nicht. So, dann ab zum Waffenhändler, das ist nämlich der da unten. Servus Schlüter-Fan. So. Hey, hallo, Moment mal, du kannst nicht hier nicht einfach rausgehen, ohne was zu kaufen, das könnte sich halt sehr ungesund. Okay. Das wollte ich aber nicht, alles. Oder ist es der Typ? Hey, das vergisst er ganz bestimmt. Oh du, mein Freund im ersten Stock sagt dir, wo es lang geht. Okay. Dann rennen wir mal den ersten Stock hinauf. Speicherstein. Wie springt er hinauf? Verwendung der Tasten. Ja, das ist mir irgendwie klar. Hä? Was soll die Hand? Ich bin der Positionscursor. Ruf mich, wenn du beim Gehen nicht mehr weiter weißt. Wenn du OK drückst, erscheine ich über deinem Kopf. Meine Güte, du fällst ja mehr auf als ich.
Bin ich im Weg? Wenn ja, drücke OK auf. Ich bin ziemlich beschäftigt und kann nicht immer kommen, wenn du mich brauchst. Sei nicht böse, wenn ich mal nicht erscheine. Tschüss. Positionscursor. Wenn du dich im Freien verirrt hast, drückst du einfach die Taste auswählen. Normalerweise erscheint dann der Positionscursor im Bild. Okay. Das ist der Club für Anfänger. Du willst ein Anfänger sein? Deine Augen verraten, dass du keiner bist. Der bin ich eh nicht. Ich bin ein Soldier. Nein, ein Auto hat's nicht. Mach keinen Ärger, ich war Soldier. Ich sag dir, was ich alles weiß und was das auch noch gratis. Was möchtest du wissen? Wie man speichert, wie man mit seinen Freunden heilt, wie man Heilzauber anwendet, wie man Waffen und Ausrüstung benutzt. Nichts, was du mir beibringen kannst. Das weiß ich ja eh alles. So, schauen wir mal, was der zu sagen hat da. Das ist der berühmte Speicherpunkt. Am Speicherpunkt kannst du ein Zelt benutzen oder speichern wählen. Es ist auch noch mehr, aber es ist jetzt noch ein Geheimnis. Wenn du das Spiel speicherst, kannst du an derselben Stelle wieder anfangen, auch wenn du vernichtet wurdest. Du brauchst dir also keine Sorge zu machen, wenn du vernichtet wirst. Das ist zwar ein wenig vorgegriffen, aber wenn du Midgard verlässt, wenn du auf der Weltkarte bist, kannst du überall speichern. Vergiss das nicht. Weltkarte? Das dürfte so ziemlich alles sein, was du über den Speicherpunkt wissen musst. Wir sehen uns wahrscheinlich irgendwo unterwegs wieder. Mach's gut. Ich bin eine Schatztruhe, Anfänger. Nach mir müsst ihr jetzt besonders Ausschau halten. Ja, das mache ich eh. Aber. Alter, soll was ist. Geht's mir nicht wieder rum jetzt. Das will ich alles nicht. Okay, wir gehen da mal weiter, würde ich sagen. Da ist jetzt. Das ist eine Materie. Hey, auf Anhieb. Das war Materie. Nimm als nächstes diese Schatztruhe. Ja, machen wir doch auch gleich. Einen Äther bekommen. Es gibt Kisten und Beutel, gib also acht, dass du keine übersiehst. Mach ich doch glatt. Ja, dann gehen wir mal raus, würde ich sagen. Da war jetzt nichts Großartiges mehr, was ich nicht gewusst hätte. Schauen wir mal noch einen Stockwerk höher, ob es da noch was gibt. Jo, ein Auto, irgendwas können wir machen. 80x80, wenn du willst. Wenn du ein Bild machen will. 80x80 Pixel. Danke, Vladimir, es geht so halbwegs. Ich habe jetzt ein Spiel gefunden, was ich mit der linken Hand spielen kann, nur. Und deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen zum DC gesetzt und tue das ein bisschen streamen und mal nehme das auch auf. Hoffentlich nehme ich es gerade auf, ich bin mir nicht sicher. Und das lade ich dann auch auf YouTube hoch, das sollte dann passen. Ich werde kurz mal schauen, ob es eh aufnimmt. Nein, nicht das komplette Spiel zu machen. Aufnahme läuft noch ganz gut. Passt perfekt. Das hier ist ein Slum, glaube ich ja nicht. Du kannst hier umsonst wohnen. Was hast du vor? Du bist doch bestimmt müde. Kommt nicht in Frage. Sehr Bursche, man sollte schlafen, wann es nur geht. Man sollte speichern, wo es geht. So wird man alt. Denk dran, alter Junge. Was mich darüber interessiert, ist da oben die Waffe. Oh, die kriege ich da irgendwie nicht. Ich glaube, die ist auch nur so. Weil da hinten liegt auch noch eine. Ja, das ist nur so. Ist nicht so schlimm. So, dann wieder hinunter mit uns. Zack. Da ging sie gleich bergab.